Hallo, hier ist Maini. Wir Köche, aber auch die Konditoren und Bäcker haben meiner Meinung nach die einfachsten und besten Grundrezepturen für verschiedene Gebäcke. Heute zeige ich euch ein Grundrezept dieses Baguettes aus der Ausbildung und mein Versprechen an euch ist ganz klar. Diese Baguettes habt ihr innerhalb von 2 Stunden gebacken auf dem Tisch vor euch liegen. Wir beginnen jetzt mit dem schnellen Teig, mit der direkten Teigführung. Als erstes gebe ich frische Hefe in die Schüssel. Die Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Danach fülle ich mit lauwarmem Wasser auf. Bitte nur lauwarmes Wasser verwenden, um die Hefepilze zu aktivieren. Zu heißes Wasser würde sie alle abtöten. Dann rühre ich das 2 bis 3 Mal um und gebe dann die gesamte Menge an Mehl auf einmal rein. Weil ich zu faul bin, knete ich den Teig nicht selbst, sondern stelle ihn in die Küchenmaschine. Der Teig wird jetzt 10 Minuten lang auf Stufe 2 geknetet. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass ich noch gar kein Salz in den Teig gegeben habe. Das hat verschiedene Gründe, aber um es etwas zusammenzufassen sozusagen, Salz kann die Vermehrung der Hefepilze hemmen, weil es ihnen in gewisser Weise das Wasser entziehen kann. Deswegen gebe ich das Salz erst nach 9 Minuten in den Teig rein. Manche geben an dieser Stelle sogar Zucker rein und argumentieren, dass die Hefepilze Nahrung brauchen bzw. Zucker karamellisiert und sorgt für eine schöne Backfarbe. Klassischerweise kommt da aber kein Zucker rein. Also, wir schlagen 9 Minuten auf Stufe 2, dann geben wir etwas Salz rein, gerne auch einen Schluck Wasser dazu, damit das Salz gut aufgenommen wird und schlagen 1 Minute weiter. Nach insgesamt 10 Minuten Schlagen auf Stufe 2 kneten wir weitere 5 Minuten auf höchster Stufe. Also insgesamt wird der Teig 15 Minuten lang geknetet. Kleiner Hinweis für Interessierte. Wasser können wir immer in den Teig nachgeben, wie zum Beispiel eben gerade beim Salz. Mehl dürfen wir aber niemals später dazugeben, weil die erste Ladung Mehl durch das Kneten bereits den Klebstoff im Mehl aktiviert und gebunden hat. Eine spätere Zugabe von mehr Mehl sorgt einfach für einen Teig, der in sich verschiedene Teigstrukturen bzw. Teigeigenschaften, kann man fast schon sagen, bekommt, weil das später dazugegebene Mehl seinen Klebstoff noch nicht entfalten konnte. Und das läuft dann meistens schief. Nach 15 Minuten Kneten kommt der relativ nasse Teig raus aus der Maschine. Er wird bei mir nicht zu einem runden Ballen geformt, sondern in eine leicht geölte Box gelegt und von allen Seiten einmal gezogen und eingeschlagen. Kleiner Hinweis am Rande, Öl in einem Teig kann ebenfalls eine hemmende Wirkung auf die Hefepilze haben, im Sinne von der Teig mit Öl braucht etwas länger, um aufzugehen, als ein Teig ohne Öl. Das Öl ist hier aber nicht das Problem, der Vorteil liegt hier darin, dass wir den Teig später viel angenehmer und quasi schon vorportioniert aus der Box stürzen können. Wenn euch dieses Video bis jetzt gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da, um meine weiteren Baguette- bzw. Brotvideos nicht zu verpassen. Der Teig bekommt jetzt genau 1 Stunde Teigruhe, in der er unter anderem quellt, Gärblasen bildet, weich wird, nachgiebig wird und natürlich Aromastoffe bildet. Stichwort Milchsäure bzw. Vermehrung der Milchsäurebakterien. Nach 1 Stunde Teigruhe kann der Teig an den Rändern leicht gelöst werden, damit er sich schön gleichmäßig stürzen lässt. Von oben wird der Teig leicht bemehlt und nach Augenmaß in 3 Teile geschnitten. Natürlich könnt ihr auch eine Waage dahinstellen und die Teiglinge haargenau abwiegen. Ich mache das persönlich nicht. Der Teig wird portioniert und jeweils 2-mal zusammengeklappt. Jetzt wird der Teig sofort gefaltet, um zum Beispiel außen Spannung zu erzeugen. Es gibt die verschiedensten Faltmethoden. Die Faltmethode, die ich euch jetzt zeige, sagt quasi den oberen Rand in die Mitte falten und so drücken, dass außen Spannung entsteht. Teig umdrehen und genauso falten. Und wieder Spannung aufbauen. Und dann 2 bis 3 Mal runterfalten sozusagen.
bis beide Enden sich begegnen und man sie zwischen den Fingern zusammendrücken kann. Danach werden die Baguettes vorsichtig ausgerollt. Jetzt zeige ich euch meine Lieblingsfaltmethode, die ist einfach, die ist klasse und funktioniert sehr schnell. Also, die Teiglinge haben wir portioniert und kurz übereinander geschlagen. Jetzt nehmen wir einen Teigling, machen ihn etwas auf sozusagen und ziehen ihn mit rollenden Bewegungen erstmal zu uns und drücken ihn danach leicht wieder weg, um an der Außenseite Spannung zu erzeugen. Die Spannung wird übrigens später dafür sorgen, dass die Baguettes sich schöner schneiden und backen lassen. Jetzt müssen die geformten Baguettes etwa 20 Minuten lang gehen. Diese Teigruhe ist auch unter dem Namen Stückgare bekannt. Wenn ihr die Baguettes in Baguette-Formen backen wollt, kann die 20 Minuten Stückgare direkt in den Formen erfolgen. Wenn ihr die Baguettes auf einem Blech backen wollt, kann die 20 Minuten Stückgare auch direkt auf einem Blech erfolgen. Zugedeckt natürlich. Wenn ihr die Baguettes auf einem vorgeheizten Pizzastein backen wollt oder die Stückgare klassisch machen wollt, dann nehmt ihr ein Leinentuch, das ihr leicht bemehlt, und die geformten Baguettes mit der Öffnung nach oben in die Leinentücher legt. Ein bisschen Mehl von oben drüber und schön abdecken, gerne auch mit einer Tüte, damit der Teig nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht bleibt. Nach 20 Minuten Stückgare, egal ob auf einem Blech oder im Leinentuch, sind die Baguettes nochmal schön aufgegangen und können mit Hilfe eines Baguette-Bretts auf das Brett gedreht werden und dann auf das normale Blech, auf das Baguette-Blech oder eben auf einen vorgeheizten Pizzastein platziert werden. Wenn ihr keine Lust habt, Baguette-Bretter zu kaufen, dann nehmt einfach ein Stück Karton zu Hilfe, so wie ich, oder irgendeine stabile Verpackung. Den Link zum Baguette-Blech bzw. Pizzastein poste ich euch unten in die Videobeschreibung. Die Baguettes werden jetzt von oben leicht bemäht, weil sie sich dann zum einen besser schneiden lassen und zum anderen einen schöneren Ausbund bzw. eine schönere Kruste bekommen. Ob ihr sie jetzt einmal in der Mitte durchschneidet oder 3 oder 5 Querschnitte macht, ist euch überlassen. Schneiden solltet ihr aber mit einem sehr scharfen Messer oder wie ich mit einer Rasierklinge, die ich auf einen Holzspieß gezogen habe. Scharf muss es deswegen sein, damit es schneidet und nicht den Teig hin und her zieht bzw. reißt. Kommen wir jetzt zum Backen der Baguettes. Die Baguettes werden bei 250 Grad gebacken, das heißt, der Ofen wird vorgeheizt auf 250 Grad ungefähr eine halbe Stunde lang, damit die Temperatur auch wirklich 250 Grad ist. Danach machen wir die Tür auf, stecken die Baguettes rein, die wir gerade noch eingeschnitten haben, und dann habe ich meistens noch hier Schwaden, also Wasserdampf. Das stelle ich über den Backofen sozusagen, also der wird auf dem Herd erhitzt, das ist kochend heiß. Wenn die Baguettes reingehen, stelle ich das ebenfalls unten auf den Boden rein, kippe ein bisschen um, damit Wasser in den Backofen fällt und sozusagen Schwaden, also Dampf, Wasserdampf sich auf das Baguette setzen kann. Der Sinn der ganzen Sache ist, wenn die Baguettes mit Wasserdampf gebacken werden, da setzt sich Wasserdampf sozusagen auf die Baguettes drauf. Das heißt, sie kriegen nicht sofort eine Kruste, sondern sind noch leicht feucht und haben in der nächsten Zeit, solange das noch leicht feucht ist sozusagen, die Zeit schön aufzugehen und aufzuplatzen, kann man fast schon sagen. Nach 10 Minuten Backzeit mache ich die Backofentür auf, nehme mein Wasser raus und mache die Backofentür zu und gehe mit der Hitze runter von 250 Grad auf 220, 225 Grad und backe die Baguettes ohne Schwaden, also ohne Dampf, weitere 15 Minuten lang. Baguettes werden klassischerweise mit absteigender Hitze gebacken, das heißt, am Anfang haben wir relativ hohe Temperatur und danach gehen wir mit der Temperatur runter. Nach den 25 Minuten Backzeit, das hängt ein bisschen auch vom Ofen ab, kann man die Baguettes rausholen und mit Wasser besprühen, wenn man das will. Und das bildet nochmal eine schöne Kruste und gibt ein bisschen Glanz. Sollte da zu viel Mehl drauf sein auf den Baguettes, passt das mit dem Wasser nicht. Das mache ich persönlich nur, wenn die Baguettes gerade ganz wenig Mehl drauf haben. Wenn man die Baguettes dann waagerecht einschneidet und diese grobe Porung sieht, kann man fast gar nicht glauben, dass diese Baguettes innerhalb von 2 Stunden hergestellt wurden. Natürlich kriegt man die Baguettes grobporiger hin sozusagen, aber dafür muss man eine lange Teigführung machen, einen Vorteig ansetzen und so weiter und so weiter. Auch das werde ich euch in den nächsten Wochen und Monaten hier zeigen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke einschaltet. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video.